Also die nächste Frage ist, wie kann die Verwaltung von Dokumenten mit Confluence erfolgen? Das ist ein relativ aktuelles Thema, das wir auch mit dem großen Konzern bearbeiten. Und ja, recht allgemein gehalten. Insofern werde ich hier auch nur allgemein darauf antworten können, weil man diese Frage in 3 Stunden theoretisch beantworten kann. Also nochmal die Frage, wie kann die Verwaltung von Dokumenten mit Confluence erfolgen? Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass Confluence gar kein Dokumentenmanagementsystem ist. Confluence ist ein sehr starkes Firmenwiki. Das bedeutet, das bedeutet nicht, dass man nicht Dokumente auch mit Confluence verwalten kann. Insofern ist die Frage schon gut, aber man sollte Confluence jetzt nicht als Dokumentenmanagementsystem anwenden oder ansehen und das nur als solches verwenden, sondern Confluence halt dadurch stark, dass es als Wiki sehr viele Möglichkeiten bietet, das Tagesgeschäft der Wissensproduktion und Kollaboration mit Dokumenten zu verbessern und zu vereinfachen. Und da würde ich einfach mal auf so ein paar Dinge eingehen. Ja, also grundsätzlich spielt Drag and Drop eine wichtige Rolle. Das heißt also, in Confluence habe ich die Möglichkeit, ich kann es mal ganz kurz zeigen, also ich werde es nicht zeigen, aber ich werde mal ein Video aufrufen, in dem wir das darstellen. Also unter youtube.com/startupmedia sind da so ein paar Elemente enthalten. Wenn man sich auf alles anzeigen klickt und dann kann man hier oben suchen. Und hier will ich jetzt einfach mal nach Office suchen. Also hier gibt es jetzt hier Microsoft Office mit dem Wiki verbinden und Confluence Tutorial zum Office Connector. Brauchen das jetzt nicht anzugucken, das Video, aber grundsätzlich kann man gibt es hier die Möglichkeit, dass man ein Dokument, wie man das hier zum Beispiel sieht, eine Excel-Tabelle, direkt in dem Wiki anzeigen kann. Das heißt, also ich nehme die von meiner Windows Explorer zum Beispiel, ziehe die Datei auf den Browser, auf das Wiki, die Datei wird automatisch hochgeladen und dann, wie wir das gerade eben gesehen haben, im Wiki angezeigt, inklusive Charts und so weiter, immer die erste Mappe. Das funktioniert auch mit Word-Dokumenten, das funktioniert mit PowerPoint, mit Excel natürlich und mit PDF-Dokumenten. Die kann man alle dann schon direkt in dem System, in der Website, in der HTML-Seite ansehen und dann auch zum Beispiel bei PowerPoint durch die einzelnen Folien flippen und dann ein Vollbild machen. Insofern sind Dokumente, also proprietäre Formate, in das Confluence Wiki sehr gut eingebunden. Es gibt eine Möglichkeit, direkt zu editieren. Wenn ich jetzt nochmal hier umschalte, sieht man hier oben vielleicht Edit Document, ja, diesen Knopf. Wenn wir jetzt im Video weiter reinschauen würden, dann würden wir sehen, dass der Dominik Finke, der das Video hier aufgenommen hat, da dann später draufklickt, dann geht automatisch Excel auf und dann kann man in Excel die Datei direkt aus dem Wiki heraus bearbeiten. Wenn man dann auf Speichern drückt, wird die ins Wiki zurückgespeichert. Das ist eine sehr schöne Funktion. Das kann meines Erachtens außer Confluence nur noch Microsoft SharePoint. Und was in Confluence halt noch ein Vorteil gegenüber SharePoint ist, ist, dass ich die Möglichkeit habe, die Dateien direkt in dem Web-Dokument anzugucken. Das heißt, ich brauche eigentlich gar kein Excel oder kein PowerPoint, um die Datei anzusehen, sondern ich kann die vorher schon sehen, was ist denn da drin. Gerade bei einer PowerPoint-Präsentation, die 50 Megabyte groß ist und ich bin vielleicht gerade im Zug, kann das sehr hilfreich sein, weil ich ja nur ein paar Kilobyte brauche, um die Folien anzugucken und nicht die ganze Präsentation runterladen muss, sondern erst dann runterlade, wenn ich weiß, das ist genau meine Präsentation, die ich jetzt gerne zeigen möchte. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Funktionalitäten rund um die Dokumentenbearbeitung. Und zwar, wenn wir hier mal in das Plugin Exchange von Atlassian gehen, also plugins.atlassian.com, dann finden wir da gleich, erstmal grundsätzlich klicken wir mal auf Confluence drauf. Und dann gibt es hier Attachments, also Anhänge. Und da gibt es eine ganze Reihe von, also ich glaube jetzt hier allein für Attachments 8. Worauf ich jetzt hier nochmal hinweisen wollte, war das Attachment Checkout Plugin, das mir persönlich gut gefällt. Da hat man nämlich die Möglichkeit zu sagen, der
Franz oder der Heinz arbeitet gerade an dem Dokument und der checkt das dann sozusagen aus. Das heißt, er blockiert das und dann wissen die anderen, okay, der arbeitet da jetzt gerade dran und er kann dann später wieder einchecken. Auf diese Weise hat man auch noch dieses Problem, dass man sich gegenseitig blockiert und dann möglicherweise gleichzeitig an den Dokumenten arbeitet, nicht mehr, sondern kann direkt sehen, wer arbeitet an den Dokumenten. Und ja, Confluence bietet tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel Office-Dokumente zentral im Wiki abzulegen und da auch zu halten, da auch zu bearbeiten und da auch aktuell für alle verfügbar zu machen. Das ist, denke ich, eine sehr interessante und gute Funktionalität, die zum einen E-Mails entlastet und zum anderen die Transparenz und die Effizienz in der Kommunikation im Unternehmen stärkt. Ja, gucke ich nochmal ganz kurz auf die Frage, die gestellt wurde, aber ich denke, da sind wir jetzt soweit durch. Wie kann man die Verwaltung von Dokumenten mit Confluence oder wie kann die Verwaltung von Dokumenten mit Confluence erfolgen? Ja, das passt dann meines Erachtens so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre jetzt meine Antwort auf diese Frage. Wenn Sie eine eigene Frage haben, stellen Sie die einfach im Chat oder schicken Sie uns eine E-Mail an fragen@cyberbiz oder in unserem Wiki-Dokument. Alles eingeblendet. Bis dann.